Heute besuche ich ein Freilichtmuseum, und zwar Glendleiten. Zuerst mal ein wunderschönes Frühstück. Da weiß man ja nicht, wo man anfangen soll. Das Freilichtmuseum ist heute kostenlos. 60 historische Gebäude gibt es hier in dem Komplex. Jetzt gibt es erstmal ein Informationsblatt, damit wir alles finden. Doch schon ganz schön groß, 38 Hektar. Glendleiten liegt zwischen Murnau und dem Kochelsee. Nicht weit von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Gibt schon tolle Sachen in der Töpferei. Ja, da wäre schon einiges für den Garten dabei. Ist schon interessant, mal zu sehen, wie die Leute früher gelebt haben. Das älteste Haus hier stammt, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert. Ja, die Auswahl an historischen Sachen ist hier schon enorm. Da gibt es zum Beispiel eine Wetzsteinmacherei oder eine Getreidemühle. Ein Buntwerkstadl, haben sie uns erklärt, gibt es hier auch. Ein paar Wegekreuze. Das sieht doch schon komfortabel aus. Das sieht eher aus wie Personalunterkunft. Doch die Führung, die war schon ganz professionell. Das Gebiet hier gehört zur Gemeinde Großweil. 750 Meter sind wir hier hoch. Ein Sägewerk gibt es hier noch und eine Hammerschmiede. Hier fährt gerade eine Tuffsäge. Das ist doch mal ein schönes Bienenhotel. Weiß ich auch, wann ein Kasa ist. So kann man sich auch preiswert einen Zaun herstellen. Aber ein Windrad war noch da. Und ein Backhaus. Das müssen doch Flaschenbirnen sein, oder? Eine Folklore-Vorführung wäre heute auch noch. Mit Tanz und Musik. Aber da sind wir schon wieder weg. Schade. Das ist wie so ein Heimatabend am Tare. Was ich noch vergessen habe, einen Stadel habe ich ja auch gesehen. Ist das keine wunderbare Handtasche?
für die Restauration haben wir auch kein Zick mehr. Die kommen und wir müssen leider gehen. Na dann, wie sagt man in Bayern, grüß Gott. Und ich bin dann fort.